Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. So, okay. Ja gut, wenn er nicht in einer Gruppe ist, gut. Wir gehen mal Pilze sammeln. Also, erster Pilz ist hier. Ah, Beutel voll wieder mal. Mist, was habe ich denn hier? Kritischen Level. Sonst gehe ich das schnell verkaufen. Was ich nicht brauche, das ist jetzt mir irgendwie zu blöde. Also gut, dieses Zeug ist verkauft. Dann gehen wir eben mal zu diesen magischen Pilzen. Oder ich weiß gar nicht mehr, was das für die sind. Doch, magische Pilze. Dann eben cool, dass Dark Elf noch kommt und mir hilft, das finde ich sehr cool. Eben, er hat mich gefragt vorhin, ob ich ein Video mache und ja, ich hatte eigentlich Zeit, damit ich mal wieder ein Let's Play zu machen. So, dann hoffe ich, der Sound ist jetzt ein bisschen besser, hoffe ich für euch, weil jemand hat gesagt, ja, der Sound ist ein bisschen laut und ja. Eben, ihr könnt es mir auch in die Kommentare schreiben. Dann, wenn wir schon dabei sind, das Gangster Rio Let's Play. So, ich glaube, ich gehe da mal auf diesen. Oh ne. Das Gangster Rio Let's Play wird es dann nicht mehr geben, weil, ja, das Fazit ist eigentlich ziemlich, was soll ich sagen, ja, das Fazit ist ein bisschen durchzogen. So, eben, aber ich werde das vorläufig, mit Betonung auf vorläufig, nicht mehr weitermachen. Also, ich glaube, das ist, hier ist es nur Geld. Ah, ne, Trefferlevel, Stärke, Ausdauer, ne, Beweglichkeit brauchen wir eigentlich nicht. Jo, nehmen wir mal den, dann Aufträge, ich meine Beutel natürlich. Wo haben wir diesen Ring, den schönen Ring? Ja, Stärke, Ausdauer, ich glaube, da wissen wir, welchen wir ersetzen. Nee, das, da, dieser Ring wird ersetzt. Gut, dann gehe ich noch schnell die Post leer nehmen, das mache ich ja eigentlich auch immer. Schauen wir mal, was wir da haben. Boah, sehr viel. Wow, damit kannst du dir Erze kaufen oder den. Cool, danke an Archer. Hast du mir nicht schon was geschickt? Danke an Archer. Dann, wow, cool, danke. Eben, das werde ich mal behalten. Das kann ich ja noch nicht brauchen. Ah, das ist der Tagesbonus. So, was haben wir da noch? Lotteriesystem. Ah, cool, danke, cool. Kann ich die gebrauchen? Ja, die kann ich gebrauchen, cool. Danke an OOO Tobias, OOO. Dann, was haben wir da noch? Cool, boah, extrem viel. Boah, ich muss mal da, so, ich muss mal da diese Rüstung ausrüsten. So, sieht cool aus. Und dann muss ich noch ein paar Sachen verkaufen. So, viel Post in diesem Let's Play. Dann von Joel, ich kenne dich ja, so willst du mir so wie du heißt, dann können wir zusammen spielen. Ja, also das ist mein Charakter und der heißt Gabriel 8. Ja. Dann, so, das haben wir gelesen. Eben, ich lösche das immer gerade, also nicht irgendwie beleidigt sein. Danke, danke. Eben, nicht beleidigt sein. Oder sonst irgendwas. So, was haben wir da noch? Tabletten. So, und jetzt muss ich leider noch schnell in die Speichertruhe gehen und das Zeug alles versorgen. So, okay, da haben wir noch Sachen, die wir noch ausrüsten können. Dann den noch nicht und den auch noch nicht. Aber den werde ich dann mal ausrüsten. So, dann diese Seide. Ah, Mist. Diese Seide hier, das kann ich noch nicht in irgendwelche Art gebrauchen. Dann Dunkelerz auch nicht und diese Runen auch nicht. Trotzdem danke an alle, die mir das gesendet haben. Dann rüste ich noch das schnell aus, die Galle. So, nehmen wir mal die Galle und dann gehen wir mal weiter. So, ich weiß gar nicht mehr, welcher Quest,
Stil, ein Kuss von Eristar Mörden. Ich glaube, wir machen zuerst dieser Quest, weil da kann ich gut Hilfe gebrauchen. So, also da greift mich gleich einer an. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sogar muss ich die sogar umbringen. Jo, ich weiß gar nicht mehr wo. Also Kristall. Ah, genau. Da müssen wir ganz viele Sachen suchen. Also Kristall der Kontrolle. Also ja, diesem Abschnitt müssen wir wirklich viel töten. Also, ja, und es geht auch ziemlich lang. So. Da ist nix. So, da will ich eigentlich die beiden. Ey! Da, die. So. So. Also, da haben wir einen Schrott. Eben diese, wenn man da alleine ist, also eben nicht wie ich. Dann, oh cool, Schatztruhe, sehr cool. So, okay, der ist weg. Cool. Schauen wir mal, was in der Schatztruhe ist. Boah, nichts schlecht, das können wir alles gebrauchen. Gut, dann Wolltuch, dann was haben wir hier noch, sonst gehen wir mal hier durch. Und gehen mal auf diesen hier. Ey, ich hasse es mit der Zielung. So. Wollzug. Ja, ich muss da eben hier, muss man wirklich sehr viele töten. So. Nur Geld. Eben, also ich glaube, ich weiß nicht, aber ich hatte mal sicher 20 Minuten an diesem Quest. Dann, was ich noch vergessen habe zu sagen am Anfang ist, ich habe mich auf Level 30 gegrindet. Eben, das ist halt ein bisschen besseres Level und es wird auch einfacher. Also, das, ja, eben, das hat ja auch jemand gesagt, dass man sich grinden soll, dass man sich doch grinden soll. Und ja. Habe ich gemacht. Dann eben zurück nochmal zu einem Let's Play, einem anderen Let's Play, besser gesagt. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, was für ein Let's Play ihr gerne hättet. Also, schreibt mir irgendetwas, ihr könnt schreiben Need for Speed, ich weiß nicht, schreibt einfach irgendetwas. Dann kann ich auch mal schauen, eben, es würde mich noch Wunder nehmen, was ihr so möchtet. Ah, hier ist diese Psionwache, genau. Von der müssen wir irgendetwas nehmen. Ich weiß nicht mehr, ob es der Stein ist. Ah, nee, falsch. Es gibt ja mehrere Psionwachen, nicht der. So, hier haben wir noch ein paar Psionwachen. Cool, okay, der Kristall ist geholt. Das ist gut. Dann, was haben wir noch? Ich glaube, wir haben hier noch Kuss des Bedauerns. Von Eristar Mördern, okay. Die sind. Lass mal die Karte weg. Okay, die sind irgendwo anders. Gehen wir jetzt mal hier durch.
Also hier sind diese Eristar-Mörder. Ich sammle nochmal das Erz ein. Oder Ureisen, ja, das ist eigentlich ein Erz, stimmt schon. So. Okay, gut, dann suchen wir mal diese Eristar-Mörder. Eben, ich versuche da möglichst, oder ich, oder ist es sogar an einer speziellen Location sozusagen? Ja, diese Quest ist eigentlich, wenn man am Leveln ist. Sonst nehmen wir mal den hier. Der droppt es zwar nicht, aber eben, wenn man mal am Leveln ist, dann vergisst man eigentlich diesen Part wieder ziemlich schnell. Keine Ahnung wieso, aber den Part vergisst man wirklich ziemlich schnell. So, ich renne mal da nach hinten, weil dann greifen sie mich nicht mehr an. Ich glaube, da habe ich jetzt falsch gedacht, dass die mich nicht mehr angreifen. Okay, danke an Dark Elf. Das war jetzt bitter nötig, dass ich da Hilfe brauchte, weil sonst wäre ich vielleicht dann tot. Ich hätte eigentlich auch Stansk benutzen können. Hochwertige Ausrüstung, Angriffskraft. Wow, die sehen nicht schlecht aus. Ja, die nehme ich mal. Weil die... Ja, die können, kann ich die schon ausrüsten? Ne, 32. Okay, schade. Naja, so. Okay. Hier scheint der nicht zu sein. Ich gehe mal sonst schauen. Nee, hier drin sollte er eigentlich sein. Komisch. Okay, hier sind wieder die Mobs. Ich hoffe jetzt, dass da endlich mal jemanden... dass endlich mal der Drop kommt. Ah, okay. Hier sieht man das... Genau. Gut, endlich haben wir ihn. Den Kuss des Bedauerns. Dann geben wir mal den Quest ab. So, ich schreibe noch schnell dann. Also, dann geben wir diese zwei Quests ab. Das ist das hier. Benutze den Kristall und Hitze ihn, bla bla bla. Auf die Verlorenen im allgemeinen Chaos kannst du ihn dann töten. Okay, an diesen Quest erinnere ich mich. Der ist schwierig von der, bei diesem Quest brauche ich Hilfe. Das wäre sehr angenehm. Gut, dann hier nur eine Geldbelohnung, Hüters Steinstirn, okay, das den kenne ich auch, erinnere ich mich auch. Gut, dann wäre es das für dieses Video, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.